Wir sollen hier die seitenhalbierende SA bestimmen. Gegeben sind uns die Punkte A, B und C. Wir machen zuerst eine Skizze. Das heißt, wir haben hier unser Dreieck mit den Punkten A, B und C. Und die seitenhalbierende SA ist die Gerade, die durch den Mittelpunkt der Strecke BC verläuft und durch den Punkt A. Somit wäre dies unsere Seitenhalbierende. Wie gehen wir vor? Zuallererst bestimmen wir den Mittelpunkt der Strecke BC. Also den Mittelpunkt. Wir erinnern uns an die Formel. Die x-Koordinate unseres Mittelpunktes erhalten wir, indem wir den x-Wert des Punktes B mit dem x-Wert des Punktes C addieren. Also das heißt, minus 1 plus 1 geteilt durch 2. Das ergibt minus 1 plus 1 ergibt 0, geteilt durch 2 ergibt genauso 0. Und somit hätten wir schon einmal die x-Koordinate unseres Mittelpunktes. Die y-Koordinate errechnet sich ähnlich. Das heißt, wir setzen den y-Wert des Punktes B ein. Das wäre die 2 plus den y-Wert des Punktes C, das wäre die 4, geteilt durch 2. Das ergibt 2 plus 4 ergibt 6 und das durch 2 ergibt 3. Somit hätten wir den Mittelpunkt an der Stelle 0-3. Und nun hätten wir zwei Punkte gegeben, der Punkt A und der Punkt M, durch den wir unsere Gerade bestimmen sollen. Und dies machen wir zum Beispiel mit Hilfe unserer Zwei-Punkte-Formel, die ja wie folgt lautete: y2 minus y1 geteilt durch x2 minus x1 ist gleich y minus y1 geteilt durch x minus x1. Und nun setzen wir unsere zwei Punkte, der Punkt M und der Punkt A, in unsere Gleichung ein. Hier A benennen wir mit x1 und y1 und M mit x2 und y2. Somit erhalten wir für y2 die 3 eingesetzt, 3 minus die 1 geteilt durch x2 wäre 0 minus x1 ist 3 gleich y minus y1 ist die 1 geteilt durch x minus x1 wäre die 3. Das hier können wir ausrechnen. 3 minus 1 ergibt 2. Geteilt durch 0 minus 3 ergibt minus 3 gleich y minus 1 geteilt durch x minus 3. Und nun lösen wir diese Gleichung nach y auf. Das heißt, wir multiplizieren um x minus 3. Somit erhalten wir, ich mache hier oben weiter, minus 2 Drittel. Die Minus können wir nach vorne schreiben, mal, Klammer auf, x minus 3 ist gleich y minus 1. Wir lösen nun diese Klammer auf, das heißt, wir halten minus 2 Drittel x, minus mal minus ergibt plus und 2 Drittel mal 3 ergibt 2, denn die 3 kürzt sich weg. Ist gleich y minus 1. Nun bringen wir noch die 1 auf die andere Seite, indem wir um 1 addieren und erhalten somit y ist gleich die minus 2 Drittel x. 2 plus 1 ergibt 3 plus 3. Und dies wäre unsere Seitenhalbierende. Wir nennen sie hier SA.